Hallo Leute, hier gibt's ein neues Video. Wir machen jetzt eine paranormale Untersuchung in dieser Klinik. Als würde da hinten jemand laufen, ne? Ja. Dumm. Alter, das ist viel zu krank, ey. Ich hab so eine Gänsehaut. Und das ist... Alter. Warum bist du hier? Digga. Oh mein Gott. Alter. Wir haben uns jetzt gerade in so einen Raum gehockt. Dann ist er hochgefahren, mit Fernlicht geleuchtet hier auf die Klinik, ganz komisch, seit einer Stunde und leuchtet immer so Blitze. Und da kommen welche mit roter Lampe hoch. Wir müssen jetzt schnell sein, wir müssen jetzt die Rucksäcke holen. Ich glaube, das sind die Hosen. Wir haben sie Ringe oben drauf. Ja. Wir sind jetzt auf dem Dach, von dem Dach quasi. Ich kann nicht. Oh. Und wenn du wissen willst, was hier passiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Grüße dich. Mhm. Wir sind in einer alten Klinik. Wir werden jetzt hier schlafen. Überall Autos hier an dem Weg. Keine Ahnung. Jetzt müssen wir hier erstmal unauffällig reingehen. Boah, jetzt schon gebrannt. Dann sagen wir, dass wir dein Auto kommen. Okay. Ja, nicht, dass die wiederkommen. Weil vorne, wo wir geparkt haben, da ist quasi ein Auto so ein paar Mal um uns herum gefahren und dann weiter. Und jetzt kamen die gerade zurück. Aber hier ist richtig viel Betrieb. Alte Klinik, richtig geil. Wir sind jetzt im Keller. Sind noch so Büros sind das. So Behandlungsräume wahrscheinlich gewesen. Da ist noch eine Liege. Das sieht aber schon echt gruselig aus. Alter, hier auch. Noch ein Schreibtisch, alles drin. Ey, nachts in so einer Klinik. Viel zu gruselig. Heftig. Hier ist auch noch ein Büro. War hier noch so ein Ergometer und alles. Das war wie so eine Rezeption, wie so eine Anmeldung für irgendetwas. Okay. Da hängt so eine Tür auf 7:30. Alles voller Müll. Also alles schon leer, ne? Ja. Na gut, alle zerkloppt. Wie so ein Zimmer halt aussieht. Hier auch noch Zimmer. Aber alles zerkloppt. Hier ist noch ein Zimmer. Hier steht sogar noch ein Fernseher. Alter. Aber auch schon auseinandergeruckt. Nichts mehr drin. Wir sind jetzt hier in diesem Restaurant, wie ihr gesehen habt, haben unsere Rucksäcke erstmal abgesetzt und haben gedacht, wir starten jetzt gleich erstmal schon mal mit einer paranormalen Untersuchung, weil danach müssen wir ja nochmal Schlafplätze suchen und alles. Mhm. Deswegen passt auch die Atmosphäre, das sieht halt schon so gruselig aus in der Klinik und deswegen gucken, was uns erwartet. Und dann auf jeden Fall noch einen Schlafplatz finden. Ich bin auch gespannt, ey, was generell noch passiert bei der PU, bei der Übernachtung, ob wir hier überhaupt übernachten dann. Ja. Mal gucken, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt erstmal da an den Tisch. So, Leute. Wir haben jetzt das EMF-Gerät habe ich rausgepackt. Genau. Und schon mal ein Biobulb. Und ich habe hier die Ghost-Tube-App, um zu gucken, ob wir hier irgendwelche Stimmen auffangen können. Genau. Ich würde sagen... Ich lege es hier einfach mal auf den Tisch und... Ja, genau. Guck, was passiert. Warte, ich mache Flugmodus rein. Okay, also die App, die... Du musst auch Flugmodus reinmachen. Ja, stimmt. Flugmodus ist drinne. Ja, bei mir jetzt auch. Okay. Okay, Leute, wir haben Flugmodus reingemacht. EMF-Gerät ist an. Ich weiß nicht, ich leg's mal so hin, dann sieht man es. Ich glaube, ich würde das einfach wirklich so halten. Okay. Damit die Leute das dann auch sehen. Genau. Ja. Bei der Ghost Tube hört ihr das ja. Genau. In dem Sinne würde ich sagen, wir stellen uns erstmal vor, ne? Genau. Wie man das so macht. Ja, ich bin Lenz. Und ich bin der Mike. Und wir kommen auf jeden Fall in guten Absichten. Genau, in guten Absichten und würden uns freuen, wenn wir mit irgendeiner
Identität. Person, einer Identität hier Kontakt aufnehmen könnten. Und ja, ist hier jemand bei uns in diesem Raum, der mit uns sprechen möchte? Du kannst da mal gerne auch auf die Geräte zugehen. Einmal das hier, was grün leuchtet, zum Beispiel drauf zugehen, dann fängt das so an zu blinken. Genau. Das kannst du gerne mal ausprobieren. Dann können wir sehen, dass du in unserer Nähe bist. Warum? Alter. Okay. Warum hat die Person gesagt? Wer auch immer. Weil wir mit dir kommunizieren möchten. In genau. guten Absichten. Wie ist dein Name? Kannst du uns deinen Namen verraten? Hast du das gehört? Ich habe echt was gehört. Das hat sich angehört wie so... Ja, ja, irgendein Hauchen. Ja, Mann. Alter. Bist du hier bei uns im Raum? Ich hab richtig Gänsehaut wieder. Bist du hier bei uns? Würdest du uns deinen Namen verraten? Alter. Also wir haben jetzt gerade wirklich so etwas wie einen Hauchen wahrgenommen. Bruder. Was? Bruder? Okay. Was soll das bedeuten? Was meinst du damit? Kannst du uns sagen, was du damit meinst, Bruder? War das Geräusch? Kam das von deinem Bruder? Ah, ja. Hast du es gehört? Ja. Alter. Als würde da hinten jemand laufen, ne? Ja. Ich hoffe, das ist auf Kamera. Aber ich hab schon ein bisschen... Das ist schon gruselig, ne? Junge, was? Mal kurz die Kamera anordnen. Oh, fuck. Junge, was war denn das? Das war eine Scherbe. Alter. Die Kamera ist ein bisschen schief gewesen. Also die Geräusche. Also die Geräusche kommen auf jeden Fall von da. Irgendwie. Von da hinten, von dieser Tür, gerade irgendwelche Geräusche wahrgenommen. Keine Ahnung, was das war. Aber das EMF schlägt gar nicht aus, ne? Nein, jetzt. Überhaupt nicht. Kannst du vielleicht einmal auf das Gerät zugehen und zeigen, dass du hier bist? Oder wenn du mit uns kommunizieren möchtest, geh bitte einmal auf das Gerät zu. Dann können wir sehen, ob du da bist, bei uns. Bist du noch hier bei uns? Wenn ja, dann gib uns ein Zeichen. Irgendeins. Mach irgendein Geräusch. Oder geh auf diese Geräte zu und wir können dadurch sehen, dass du da bist. Dumm. Okay. Was meinst du mit dumm? Findest du diese ganze Sache hier dumm? Oder? Dass sie ein Geräusch machen soll. Ach so, dass du ein Geräusch machen sollst, findest du dumm? Junge. Kannst du uns vielleicht deinen Namen verraten? Also wie gesagt, ich bin Mike, das ist Lenz. Wie ist dein Name? Bist du alleine oder seid ihr mehrere? Jetzt ist es ultra ruhig, ne? Es ist sehr ruhig gerade. Es ist so zu ruhig. Unheimlich ruhig. Weil du gesagt hast, mach mal ein Geräusch und das ist gar nichts. Ja, weil dir das zu dumm ist, hat sie gesagt. Das ist... Oder er.
Ich weiß ja nicht, was er, ob es ein Sie oder ein Er ist. Aber ohne Witz, ne? Ich habe auch an sich gedacht irgendwie. Ja. Als würde man das wahrnehmen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht von der Stimme aus dann kommt, so. Nee, die Stimme ist immer weiblich. In der App. Ja, aber ob man deswegen Sie sagt. Oder ob das jetzt so, keine Ahnung. Intuition ja. Oder sowas. Bist du noch hier bei uns? Bitte hör auf. Jetzt habe ich gerade am ganzen Körper Gänsehaut. Guck mal mich an hier. Oh, die stehen ja sowas von. Alter. Oh, wenn man das bei mir sehen könnte, ich habe jetzt die Jacke an, aber ich habe auch überall die Haare stehen. Also die Haare habe ich stehen, die Haare auf meinen Armen und so. Ich weiß nicht. Oh. Leute, was meinten ihr? Sollen wir das machen? Also sollen wir es sein lassen? Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob wir weitermachen sollen. Ich bin mir auch nicht sicher. Würdest du uns deinen Namen verraten? Wie heißt du? Hast du das gehört? Ja, ich habe das gehört. Es war irgendwie. Als würde da hinten jemand laufen. Nee, das nicht. Das war nur so ein Knall. Ja. Als würde da jemand laufen, irgendwo drauf. Wissen Sie. Alter. Was meinst du mit wissen Sie? Psst. Junge, ich glaube, da läuft wirklich jemand. Da läuft wer. Hörst du? Da läuft irgendwer. Okay. Ich glaube, wir sind hier nicht alleine. Ich glaube auch. Aber ob es jetzt eine menschliche Person ist, oder? Digga, da waren eindeutig gerade Schritte. Vielleicht sollten wir das Ganze abbrechen. Und uns verabschieden. So, wir müssen aber noch zum Schlafplatz. Ey, ich weiß gar nicht, ob ich hier so schlafen kann. Puh, ja, ich auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall hier noch einen Schlafplatz suchen und ich weiß gar nicht, ob ich das noch möchte. Alter, das ist viel zu krank. Nee, ich habe so eine Gänsehaut. Und das ist alles. Warum bist du hier? Digga. Oh mein Gott. Alter. Also, Scheiße. Wir beenden das Ganze jetzt das hier mal. Ich so viel. Kriege ich richtig Gänsehaut gerade. Was an, Alter? Also, es war nett, sich mit dir zu unterhalten, aber wir würden uns jetzt gerne von dir verabschieden und wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Es tut mir leid, wenn wir dich gestört haben. Wir verabschieden uns im guten Sinne. Wir möchten nicht, dass uns irgendwas an uns heftet oder sonst was. Genau, wir möchten nicht. Wir verlassen jetzt im Guten diesen Raum. Genau. Und wir verabschieden uns jetzt. Und wir verabschieden uns. Danke für das Gespräch, für die Kommunikation. Danke. Bis dann. Leute. Alter. Ich mach das Ding aus. Mach aus. Ich will Statue. Ich möchte das nicht. Was für eine Statue? Ich will das gar nicht wissen. Hast du komplett ausgemacht? Die App geschlossen? Ja. Oh, Leute, was ist das denn jetzt gerade gewesen? Alter, ich gehe gerade auf Granit. Was noch an? Was habe ich an? Dein Handy hat gerade so von dieser App. Nein, ich habe dich komplett aufgeschaltet. Nein, hast du nicht. Doch. Hast du nicht. Ich habe keine Apps auf. Was war das dann? Dieses Bild? Das ist von dieser App. Ich kenne das, weil ich das selber habe. Es ist aber weg. Die App ist zu. Hä, hey, was war denn das dann? Keine Ahnung. Ich habe immer noch das Gefühl, wir sind hier nicht alleine. Und vor allen Dingen, das war alles andere als irgendwie positiv. Das kam so richtig negativ. Das war komplett negativ. Die hat ja komplett immer irgendwas gegen uns gesagt. Ja. Nichts Positives. Ey, so schnell haben wir... Oder so, eher. So schnell habe ich das noch nie beendet, aber so ein ungutes Gefühl. Ich weiß auch nicht, ob wir hier schlafen können. Ne? Ich auch nicht. Ich bin ehrlich. Und wir sollen jetzt hier noch einen Schlafplatz suchen? Ich weiß nicht. Und wir sind ja quasi gerade erst gekommen. Ja, was soll uns hier gleich noch, was erwartet uns gleich hier noch? Alter. Was erwartet uns hier gleich noch? Junge. Also. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was hier noch passiert, wenn er schon so anfängt. Ne. Ich weiß nicht, ob wir hier willkommen sind. Ja, lass gehen. Krass. Das war zu wild. Es ist einfach zu krank. Ich würde sagen, wir beruhigen uns jetzt erstmal. Das muss man danach auch. Und dann gucken wir erstmal, weil ich
gut, hier ist eine dunkle Ecke und so, aber wir gucken jetzt erstmal. Ich höre die ganze Zeit was. Zeit bitte, das ist nicht so laut. Oh mein Gott. Wir gucken. Okay, Leute. In dem Sinne würde ich sagen, gehen wir erstmal ganz normal weiter. Also, vielleicht bis zum Schlafplatz oder bis, super, keine Ahnung, erstmal hier durchgehen, weitergehen und weg aus diesem Raum. Alter. So, Leute, hier geht's jetzt ganz nach oben. Wir müssen, keine Ahnung, also fast ganz nach oben. Hier werden wir schlafen. Da bist du aber auch alle, wenn die ganzen Stockwerke hochgehst. Scheiße ist das mit den Rucksäcken. Wir müssen doch noch ein paar Stockwerke höher. Nee, jetzt sind wir ganz oben. Alter, aber zieht euch mal die Aussicht rein. Heftig, ne? Ich kann hier über die ganze Stadt gucken. Wir sind jetzt quasi auf dem Dach. Also so eine Dachterrasse. Ich kann jetzt nicht leuchten, weil hier sehen wir, hier sieht man uns sofort. Leute, wir haben uns jetzt gerade in so einen Raum gehockt. Hier ist so ein Bulli lang gefahren, das haben wir erkannt. Wir wissen es nicht, ob es Polizeibulli war. Auf jeden Fall ist der die Straße hoch und runter gefahren. Quasi einmal runter, so eine Einfahrt aufs Gelände von hinten. Dann ist er hochgefahren, mit Fernlicht geleuchtet hier auf die Klinik, ganz komisch. Mhm. Wir haben uns jetzt erstmal hier reingehockt, wir konnten das auch gar nicht filmen. Wegen den Kameras, das hätten die direkt gesehen. Ja, und wir haben jetzt auch die Vermutung, dass dieser Bulli, dass die hier einen rausgelassen haben, der... Das könnte halt auch sein. ...sehr wahrscheinlich hier vielleicht um das Gebäude läuft und hier so ein bisschen auskundschaftet. Und wir müssen echt aufpassen, ne? Ja, und also hier wirklich leise reden. Das ist jetzt auch schon das zweite Auto, was vorbeigefahren ist. Erst dieser Polo, wo wir draußen standen, was ich gesagt hatte. Ja. Und jetzt dieser Bulli. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so ein Polizeibulli war oder halt nicht, weil es ist halt dunkel. Ne? Ich zeige euch jetzt mal. Moment. Hier ist eine Tür. Und da sieht man alles, die ganze Stadt. Ne? Wir haben hier den übelsten Ausblick. Aber wenn wir hier rausgehen und nur so ein bisschen leuchten, sieht man das unten direkt. Nicht, dass die uns sehen oder so. Wir gucken jetzt gleich nochmal. Zum Glück kann man hier einmal drumherum gehen und hat alles im Überblick. Mhm. Leider kann man uns aber dadurch auch gut erkennen, wenn wir leuchten. Das ist das Problem. Also du siehst hier jede Leuchte, wenn du von unten guckst. Mhm. Das Licht würden die erkennen. Das ist einfach zu gefährlich gerade. Dieser Bulli, Alter, was? Ich frage mich richtig, was das war. Ne? Ich war keine Ahnung, ob das wirklich auch Polizei oder Sicherheitsdienst oder so. Der ist ja auch kurz hier unten gehalten, auf dem Hof gefahren, auf die Auffahrt von dem Gebäude. Total crazy, ey. Es war halt echt nicht normal. Ich weiß auch, vielleicht andere Urbexe, aber das war so nach dem Motto, als ob die das Ding auschecken wollen. Ja. Klar kann man das als Urbexe auch, aber das war schon richtig so, als ob die gucken, ob hier irgendwer ist. Das ist richtig. So vom Gefühl her. Ich würde sagen, wir gucken jetzt nochmal raus. Ja. Ich habe jetzt nochmal die Kamera umgestellt, weniger Bilder pro Sekunde und so. Ich hoffe, dadurch könnt ihr noch ein bisschen mehr sehen, wenn es hier dunkel ist. Leute, da kommt ein Auto hochgefahren, ich hoffe, man sieht es. Halt vorne dein Display zu, so, dass man den nicht sieht. Jetzt kommt hier gerade ein Auto hochgefahren, wenn ihr es sehen könnt. Also das seht ihr wohl auf alle Fälle. Und der fährt da direkt auf den Parkplatz. Ah, der dreht, ne? Ich weiß es nicht. Der dreht, glaube ich. Ja. Der dreht wieder um. Hä? Merkwürdig. Das war schon merkwürdig. Der wieder runter, Alter. Ich glaub's ja nicht. Hä? Aber der, guck mal. Der hat auch sein. Fährt er da jetzt lang oder? Weil man sieht gar nichts. Das Licht ist ja weg. Ey, guck mal, der hat da geparkt, ne? Ey, guck doch mal, siehst du doch nicht, dass der hier wieder runterfährt? Es scheint so, als ob er da irgendwo zwischen den Bäumen geparkt hätte. Leute, da läuft einer.
Das Knacks, da ist einer mit der Taschenlampe. Ich habe keine Ahnung. Da genau. Da, wo die gehalten haben. Alter, was für eine Scheiße, ne? Das ist so komisch. Einer sitzt die ganze Zeit im Gebüsch da unten und jetzt kommt schon wieder ein Auto. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das hält direkt da. Direkt bei uns, ne? Leute, was ist das hier? Direkt hier am Parkplatz. Hä, aber dreht auch um. Warum drehen die alle um? Da ist er. Auf der Höhe, wo er jetzt ist, kommt die ganze Zeit jemand so im Gebüsch mit Leuchten. Ganz, ganz komisch. Hä, und da hat er jetzt genau gehalten. Hä, Jimmy? Der hat genau da gehalten, wo es leuchtet. Ja, ja, klar. Der hat seinen Kollegen angesagt. Meinst du, das waren die mit dem Bulli, wie ich vorhin vermutet habe? Keine Ahnung. Jetzt leuchtet es wieder. Ja, der sagt seinen Kollegen an. Meinst, oder welche dazu? Weil das andere, hey, das andere Auto steht da ja immer noch. Stimmt. Das steht da ja. Das kam jetzt dazu, das war jetzt ein neues Auto. Aber da läuft auf jeden Fall der mit der Taschenlampe jetzt zum Auto. Da ist das Licht wieder. Das ist das Auto, ne? Ja, das ist das Auto. Aber das ist auch eine Taschenlampe. Da links, siehst du das? Dieses Leuchten? Im Busch? Das ist ein Auto. Achso, nee, das meine ich nicht. Das war weiß auf jeden Fall. Okay. Und vorher. Ein bisschen vorher. Leute, ich hocke jetzt hier drinnen in so einem Badezimmer. Ich kann draußen nicht leuchten. Alter, es ist viel zu krass. Ein Auto nach dem anderen und die parken im Wald und irgendwer hockt da seit, keine Ahnung, seit einer Stunde und leuchtet immer so Blitze. Wie so ein Strobo. Immer nur so, keine Ahnung, 10 Sekunden und dann ist wieder weg. Ganz komisch. Es ist so gruselig. Ich habe keine Ahnung mehr. Und dann der Wind, Alter. Ich mache jetzt erstmal aus, wir müssen das beobachten. Ich kann leider kein Licht draußen anmachen. Wir werden direkt gesehen. Das ist zu hell. Jimmy, das ist zu hell. Es ist so windig, ne? Und irgendwelche Leute laufen hier lang. Ich hab da, draußen. Draußen leuchtet irgendwer. Das ist viel zu wenig. Halbe Stunde nichts gesehen, nichts gehört, keine Ahnung. Aber die Autos müssen da immer noch stehen. Und wir werden jetzt erstmal was kochen. Wir haben so einen Hunger. Der Nachtlager wollten wir erstmal noch nicht aufbauen, ne? Jimmy? Fuck. Wo willst du hin? Fuck. Nachtlager wollten wir noch nicht aufbauen, ne? Nee, am besten nicht. Noch nicht. Hier in dem Raum wollen wir auf jeden Fall schlafen. Hier sind so Betten. Ich würde sagen, ey, Jimmy, pack mal mit an. Das stellen wir jetzt gleich mal. Warte, gerade muss ich mal die Kamera aufstellen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, weil wir haben jetzt ein Bett eingestellt und eins steht hier noch. Und da wollen wir uns mit Isomatte und Schlafsack reinlegen. Aber jetzt erstmal kochen. Hier ist das andere Bett und da hinten ist ein Tisch. Jetzt würde ich sagen, kochen wir erstmal was und müssen trotzdem unsere Augen aufhaben. Wir haben schon leichte Vermutung, dass hier uns irgendwer pranken will oder so, weil das geht schon über Stunden quasi, über 2 Stunden oder so. Gestellt, damit man uns nicht so leicht sieht. Und ich hoffe, wir können jetzt wenigstens in Ruhe was trinken und was essen. Alter. Ich
melde mich, wenn was los ist, wenn was passiert. Bis gleich. Das tut auch richtig, richtig gut, ne? Ja, richtig gut. Also wirklich. Auf jeden Fall ist jetzt erstmal ein bisschen Ruhe reingekehrt. Wir sitzen, wir können uns ein bisschen ausruhen. Gerade gar keinen Stress. Was essen. Schön warm und so. Also Fakt ist auf jeden Fall, wenn uns hier irgendwer wirklich pranken will, über Stunden anscheinend, dann ist das auf jeden Fall Taco, ey. Also wenn das wirklich so sein sollte, dann ist das jetzt schon gelungen. Weil wenn man so eine Aufmache da macht... Aber das ist krank, ne? Ja, das ist krank. So mit den Autos da hinstellen und nur eigentlich nur so ein bisschen geleuchtet. Mhm. Weiß ich nicht, ey. Und dann... Aber so wirklich nicht nur in einer halben Stunde ist das Ding gegessen. Das geht ja schon 3 Stunden gefühlt. Mhm. Das ist heftig. Alter, Leute, ne? Das ist auf jeden Fall sehr gut durchdacht, glaube ich. Vor allen Dingen auch da unten, ne? Die hocken da teilweise schon 1,5 Stunden im Gebüsch. Ja. Da hat sich keiner mehr wegbewegt. Mhm. Die hätten ja leuchten müssen. Eine Auto jetzt weggefahren ist, nach keine Ahnung wie lange, ey. Es war richtig lange, ne? Mhm. Ist es jetzt, das eine ist weg, das andere müsste da immer noch stehen. Die standen da 2 Stunden oder so. Mindestens, ja. Und teilweise ganz wenig, also normal so geleuchtet, aber komischerweise auch in unsere Richtung. Aber nicht aus dem Auto, sondern eher als ob die Gebüsch hocken. Richtig gruselig. Und jetzt teilweise hören wir manchmal sogar Stimmen aus dem Gebäude, aber hier ist nichts. Keine Ahnung, ey. Ich werde langsam auch schon so ein bisschen müde jetzt nach dem Essen. Und paranoid. Bisschen, ey, ich bin gerade so entspannt, ey, ich könnte meine Hose scheißen. Ich weiß auch nicht. Da kommt ein Auto hoch, glaube ich. Ja. Ja. Da kommt ein Auto hoch. Die fahren direkt hier vorne lang. Da. Das ist ein Volvo, das habe ich an den Rücklichtern erkannt. Die fahren aber weiter. Die fahren weiter. Ich würde sagen trotzdem, dass wir schon mal gucken, dass wir alles so ein bisschen zusammenhalten. Ja, dass wir mobil sind. Dass wir zur Not direkt zack, Alter, und weg. Wir haben jetzt gerade doch noch wieder Taschenlampen unten in den Wäldern gesehen und wir gehen davon aus, dass wir doch nicht ganz alleine sind hier. Ja, 2 Stück waren das. Ja, erst die eine und dann die andere. Ja, und locker so 100 Meter auseinander. Ja. Als ob die sich immer noch ranschleichen irgendwie. Ja. Wir werden jetzt nochmal hoch aufs Dach gehen. Genau. Weil da haben wir einen besseren Überblick und gucken wir da nochmal. Ja. Da fährt ein Auto runter, aber da kommen welche mit roter Lampe hoch. Das hat hier gerade direkt vor der Klinik gehalten. Keine Ahnung. Und jetzt seht ihr. Umgedreht und wieder runter. Vielleicht da unten. Das rote Licht, was jetzt auf uns zukommt. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ich hoffe. Und da ist rotes Licht. Das sieht so aus, als würde uns gleich jemand besuchen können. Jetzt ist es weiß. Ja, das sind auch mehrere. Das ist nicht nur eine Person. Das sind mehrere, ne? Ja, ich habe noch eine Beine mehr gesehen. Das sind mindestens 2 Personen. Ja, da, da. Ich weiß nicht, ob ihr das rote Licht sehen könnt. Ist das der Parkplatz? Ja. Die gucken sich die Autos an. Die laufen hier hin. Jetzt rein. Hey, jetzt geht's aus. Die sind hier runtergelaufen. Die sind hier hingelaufen, deswegen ist es weg, das Licht. Die kommen hier rum, Leute. Zwei ja. Lampen. Nicht so laut, Junge. Die kommen wirklich hier rauf, ne? Was denkst du denn? Sind die jetzt im Gebäude? Die sind im Gebäude. Wir müssen jetzt schnell sein. Wir müssen jetzt die Rucksäcke holen. Ach ja, dann. Aber leise. Leise. Ja. Leise. Okay, ja, jetzt auch. Alter. Scheiße, Leute. Alter, die Lampen sind draußen. Hier vorne.
bin da mit mir gerichtet. Die sind direkt hier vorne wieder. Ich hab's direkt gesehen. Aufs Dach, ne? Jetzt sind sie drin. Jetzt komm. Schnell. Zack, auf. Wir müssen uns richtig schnell beeilen jetzt. So, Leute, wir sind jetzt auf dem Dach, von dem Dach quasi. Ganz, ganz oben. Also hier sieht man den Schornstein. Und hier, stell dahinter. Und jetzt gucken wir nochmal. Die sind auf jeden Fall im Gebäude. Ich hoffe, das hat man gesehen. Das war so ein Glasgang und alles beleuchtet. Und die sind da hinten rein. Das heißt, ich denke mal, die kommen auch hier hoch. Und das relativ schnell. Alter. Wir dürfen hier keinen Mucks machen. Ich hoffe, die kommen nicht ganz hoch aufs Dach. Und wenn, stecken uns hinter diesen Schornstein, weil da ist die einzige Leiter. Und hier sind unsere Taschen und hier müssen wir uns dann irgendwie verstecken. Komisch. Wir hören keine Stimmen, die reden irgendwie nicht. Ganz, ganz merkwürdig. Die gehen gezielt hier durch. Da sind welche. Leute, ich hoffe, ihr seht das, ne? Das müsst ihr sehen. Rotes und weißes Licht. Die gehen hier so strukturiert durch, ne? Die kommen noch nicht. Da unten sind Taschen. Ich mache jetzt erstmal Bluetooth alles aus, ey, falls die danach suchen. Ey, die laufen richtig strukturiert durch, ne? Als ob sie genau wissen, was sie hier machen. Die sind hier nicht zum ersten Mal. Genau. Nee. Leute. Sven. Ist das Sven? Bist du da? Andy, oder? Junge, ich hab mich so erschreckt gerade, ne? Wir haben uns über Verstehen verhalten, ne? Ey, wir haben euch verdammt an einer Scheißstunde hier gesucht, weil wir den verkackten Weg hier oben nicht mehr gefunden haben. Ist das super? Alter, ich gehe da nicht hoch, ne? Ja, wir kommen auch wieder runter. Alter, Junge. Hat er die Spieluhr gehört? Hey, aber ey, wie viele sind hier im Gebäude? Wie viele seid ihr? Wir haben keinen gesehen. Hey, wie viele seid ihr denn? Wir sind zu zweit. Hey, das kann da waren. Du aber. Und? Jonas. Okay. Komm mal runter, ich trau mich da nicht hoch, Alter. Ja, wir kommen auf jeden Fall zu euch runter. Ihr seid doch krank, ihr seid sowas von krank. Ey, wir haben gedacht, wir sterben, ey. Echt das? Ja, wir haben die ganze Zeit so wie so ein Ninja hier gehockt, ey. Wir kommen erstmal runter. Alter, Leute. Es ist doch nicht zu glauben. Alter. Was denn? Wir haben es überlebt. Ey, aber zum Schluss, ich habe mich so erschreckt mit dem Licht da, mit dem Strom. Ja, das Ding ist, ich stand da. Weil wir uns gerade noch unterhalten haben. Ja, ich stand da, ich habe das schon im Gesicht gehabt, das Licht. Da konnte ich nicht mehr weg. Ich habe mich einfach nicht mehr bewegt. Jetzt wie eine Antenne einfach stehen bleiben. Genau, wäre ich auch gefallen zwischen den ganzen Antennen hier. Oh, ey, lass mal runter. Erstmal runter, das ist Sven. Svenny Manny. Der fährt richtig langsam, ne? Ey, ich glaube, das sind die Bullen. Ich glaube, das sind die Bullen. Die haben gerade eben unser Auto gehalten. Okay. Die halt. Nee, jetzt fahren wir ganz langsam. Ey, das sind die Autos, ne? Doch. Bei uns schon, ja. Das ist die Anzeige. Das ist die. Ja, das ist die Anzeige. Wir haben
die haben sehr Ring oben drauf. Ja. Shit, Alter. Hey, Jimmy, geh ganz schnell runter. Ja, ganz schnell. Hey, die halten bei unseren Autos, ne? Digga, die parken da. Jimmy. Leute, ich hoffe, ihr seht's. Hey, Svenny Manny. Der Arsch hier, ne? Der hat uns geprankt mit ihm. Willst du irgendwas sagen? Nö. Dem ist nichts hinzuzufügen. Nee. Unterschreibe ich so. Svenny Manny und Jonas sind jetzt wieder abgehauen. Es war einfach zu wild, ne? Ich habe das zum Schluss gar nicht mehr richtig realisiert, weil wir einfach schon so fertig, so müde waren. Und dann noch mit der Polizei und die sind wieder weggefahren. Wir haben richtig, richtig Glück gehabt. So, Freunde. Mein Bett, mein Schlafplatz ist jetzt fertig. Das war zu wild, ey, mit Sven und den Lampen da alles und keine Ahnung. Ey, und dann die paranormale Untersuchung hatten wir noch, Alter. Das war krank. Da habe ich mich gar nicht mehr dran erinnert. Ja, ja. Wegen den Dings, wegen den Lampen und so. Alter, das war heftig. Mhm. Aber jetzt zum Glück ist alles ruhig. Ey, ich hoffe, wir können hier gut pennen, weil ich bin so im Eimer. Wir haben es auch locker schon. Keine Ahnung, wie spät haben wir es? 3 Uhr. Leute, 3 Uhr. Es ist einfach zu heftig. In dem Sinne würde ich sagen, bis morgen früh und gute Nacht. Guten Morgen, liebe Leute. Schon nach da drüben irgendwo. Good morning in the morning. Die Nacht war eigentlich richtig, richtig gut. Also zum Schluss zumindest. Weil kurz vor 5 bin ich nochmal wach geworden, musste Jimmy dann leise wach machen, weil hier irgendwer durchs Gebäude gegangen ist. Wir werden jetzt gleich aufstehen, was frühstücken und dann hauen wir ab. Ich habe übrigens schon mal ein Video zu dieser Klinik gemacht. Das seht ihr gleich hier eingeblendet irgendwo zum Schluss. Könnt ihr euch ja mal angucken, wenn euch das interessiert. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Video. Bleibt dran. Bis dann. Everything's fine. Wouldn't expect any more from this. The situation's in line. With every story